Ich mache nach dem Programm, bin ich nochmal dann eine Viertelstunde dahinter, dann mache ich auch noch eine Programmstunde. Es gibt die als Züge oben drauf, gell? Also kein Problem. So, ab jetzt. Ich habe ja Sachen erlebt, das ist schon Wahnsinn, gell? Bin ich dort mit dem Zug, bin ich von Basel auf Freiburg gefahren, setzte sich ein Mann neben mich. Doktor, Entschuldigung, da habe ich mich mit Ihnen unterhalten. Das wird die Zeit ein wenig verkürzen. Ich sage, ja, kein Problem. Über was wollen Sie denn mit mir schwätzen? Überlegt er eine Zeit lang. Ich sage, über Atomstrom. Wo habe ich gesagt, das ist ein interessantes Thema. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Wissen Sie da mit Ihr wieder über Pferd, Kie und Reh, die fressen ja alles Gleiche, so also Gras. Trotzdem scheinen die das unterschiedlich aus. Ne? Also mit dem Pferd gibt es mit Pferdeböllen, kennen wir alle. Ne? Dann bei den Kie die Fladen. Und bei den Reh, das sind ganz kleine Böllen. So, können Sie mir erklären, warum das so ist? Überlegt er und sagt, nein, ich habe keine Ahnung. Aha, habe ich gesagt. Und Sie meinen, Sie sind kompetent, mit mir über Atomstrom zu schwätzen, wenn Sie nicht einmal über Kacke von der Tierscheibe müssen? Ja. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Ich war gestern im Bad auf Flörach gefahren. Und ich habe einfach nicht mehr gewusst, wo ich da auf der Straße durchfahren sollte. Haufen Verkehr und ach, das war alles Ziel. Da bin ich einfach am Bahnhof gefahren, auf die Schiene und einfach immer Richtung Lörrach. So, da finde ich auch automatisch dann am Hauptbahnhof. Auf jeden Fall so gut gegangen ist das bis Höhe im Hohenhagen ungefähr. Ne? Da hat es hinter mir tutet. Und dann ist da zurückgekommen. Da habe ich mich aber nicht beirren lassen, ich bin weitergefahren mit dem Fahrrad, da denke ich, das muss man jetzt machen. Auf jeden Fall sind wir dort im Kaufland auf der Höhe, schreit der Zugführer da, von dem Zug schreit der raus. Hey, du alte Schachtel, fahrst du nicht von der Schiene ab? Dann habe ich umgedreht und zurückgerufen. Ich könnte schon, aber du nicht. Ja, und gestern, gell, gestern sagte Herbert zu mir, du Herbert, Herbert, so, wir sind Herbert, sagte Herbert zu mir, du doch mal unseren Ofen anführen. Noch eine Zeit, mach ich. Ofen vor, noch ein Tor, Ofen vor, noch ein Tor. Sagte Herbert, hey, Hedig, also, du sollst ein A machen, habe ich gemeint. Ach so, ah, ja, du sexy Ofen, schon was vorgezogen. Ja, und so werdet ihr jetzt wahrscheinlich bei unserer Zunftmeisterin. Die haben eine ganz tolle Tanzi studiert, euch werdet Augen überkommen. Und anschließend geht's um Überraschungsmenü. Viel Spaß dabei. Been holding good for quite some time. And finally the heart is right.
soul sisters, then we'll be like flawless sisters. Hey, sister.